Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Sender MZ80. Heute spielen wir wieder Landwirtschaftssimulation. Und zwar spielen wir da auf der PlayStation 4 auf der Map Bjornholm. Und wir werden erstmal die Kühe füttern. Wenn wir erstmal da Mischrationen parat machen für die Kühe, damit sie wieder was zum Fressen haben. Das schmeißen wir gleich mal in unseren Futterwagen da. Ein bisschen Heu, ein bisschen Stroh, ein bisschen Silage und dann gibt es da diese Mischration. So, jetzt voll rein da. So, jawohl. So, noch ein Strohballen hier von meiner tollen umgefallenen Miete. So. Versuchen wir das da vorne mal eins wegzunehmen. So. Jetzt aber. Alles wackelt wieder. So, noch Stroh reinschmeißen. Oh. Was macht er denn? So. Tipptopp. Stellen wir den Traktor hier an die Seite. Springen da rüber in unseren Futtermischwagen. ...150 Kühe müssen gefüttert werden. Nein, nicht aussteigen, ich wollte doch das Gerät starten. So, da fliegt die Silage hinten rein. So, dann ist es schon voll. Dann fahren wir gerade in den Kuhstall rein, laden das ab und als nächstes wollen wir eigentlich Mist fahren. Unser Felddüngen. Der Traktor steht schon parat. Das werden wir als nächstes gleich mal machen, damit wir wieder unsere Felder bearbeiten können, gedüngt haben. So, der kann hier ausladen. Und wir springen auf den Frontlader. Machen den Traktor mal voll mit Mist. Unser Misthaufen ist recht angewachsen. Dann haben wir noch mehr Fahrzeuge, was wir eigentlich nachher noch einsetzen wollen zum Mistfahren. Aber erstmal nehmen wir das da. Dann haben wir uns noch den großen Mistanhänger gekauft. Für den Holmer haben wir noch den Aufbau zum Mistfahren. Und nebenan steht eigentlich da der Container vom IT-Wanna. Und die haben wir schon befüllt. Aber der ist noch voll. Der Anhänger. Wir müssen wir noch den Container wechseln, aber da machen wir gerade, das steht bei der Biogasanlage, machen wir noch Silage gerade. Aber den holen wir gleich noch. So, noch ein bisschen da reinschmeißen.
so, jetzt ist der voll. Können wir den Frontloader hier wieder stehen lassen. Und fahren mit das gute Gerät hier los. Eine schöne Fuhre Mist, ne? So, wir haben nämlich am Feld schon angefangen. Und werden das jetzt wahrscheinlich fertig bekommen und dann können wir eigentlich schon mit den Ansäen von unserem Feld beginnen. Oder ich weiß gar nicht, vielleicht muss ich erst noch pflügen. Ich will eigentlich Mais anpflanzen. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht. Muss es erst pflügen. Aber wir sehen es gleich, ist nämlich das hier auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Linke Seite, jawohl. So, und das müssen wir noch bearbeiten, damit wir überhaupt Mais anbauen können. Sehe ich gerade. Das ist gut und wir schauen mal, ob wir da noch einen Traktor nachher finden. Das sieht gut aus, der kann da weitermachen und wir holen mal die nächste Maschine. Ja, einige davon haben wir. Hier ist der schon parat zum Säen. Bis wir alles durchgesäppt haben, ist dann wahrscheinlich das Feld schon fertig. Genau, den wollte ich nämlich. Fahren wir gleich mal darüber. Können wir die ganze Aktion da starten. So, mal das Blinklicht einschalten, damit die anderen Verkehrsteilnehmer gewarnt werden. So, dann kann der da beginnen. Das sollte eigentlich funktionieren. Jawohl, dann ist das schon gedüngt und wir gehen zum anderen Traktor da drüben. Steht noch auf der anderen Seite vom Feld. Und werden damit hier rüberfahren und Mais ansehen. Der kleine Hüllemann, oder wie der heißt. Ich glaube, so heißt der. Wir das Gerät gleich ausklappen. So, wenn ich den so starte, sollten sie eigentlich nicht ins Gehege kommen. Der da hinten streut noch fleißig Mist.
Tipptopp, wir warten, bis der noch hier ist. Der andere kommt uns gerade entgegen. Oh. Puh, das nenne ich knapp. Ne? Warten gerade mal, bis der startet. Dann starten wir den hier auch. Und schon geht's los. Oh, wie wir sehen, ist der hier eigentlich schneller. Haben wir nämlich schon wieder das Problem. Da holt er nämlich den anderen wieder ein. Och, immer diese Probleme. Diese, boah, ey. Der zieht ja da fast vorbei. Okay, den lassen wir kurz noch da stehen. Jetzt können wir eigentlich... Gott, Vitali, wie war denn das wieder her? Muss ich drücken? So, da sind doch unsere Geräte auch so. Der steht da unten. Wir brauchen ja nur Traktoren. So. Jetzt aber... Das ist ja alles voll gepflastert, voll Traktoren. Nein, den brauchen wir auch nicht, den auch nicht, den auch nicht, den auch nicht. Den brauchen wir auch nicht. Den brauche ich. Nein. Den. In Fahrzeug einsteigen. Ja, genau. Genau. Jetzt gehen wir eigentlich mit denen auch Mist streuen. Das lassen wir mal da stehen. Und jetzt gehen wir zum Händler und holen da mal unsere Geräte ab. Damit wir wieder auch voll Mist hauen können. Ein reger Verkehr hier. Schon wieder. Schon wieder. So, wir biegen hier ab. Und da sind sie schon. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Anhänger will ich eigentlich anhängen hier. Und gerade mitnehmen. Zum Kuhstall, so ist der Plan. So, den haben wir gut montiert. Jetzt kann ich den da hinten auch noch montieren. Passt er da an? Uiuiui. So geht das nicht. Habt ihr das gesehen? Ja, da muss ich halt ohne Anhänger fahren. Müssen wir nachher mit dem Traktor hierher fahren und den holen. So, jetzt ab zum Kuhstall, Mistladen und dann aufs Feld.
So, und jetzt sind wir gleich bei dem Kuhstall. Und werden da noch Mist aufladen gehen. So, okay. Ab in den Frontlader. Oh, da war ja noch was drin, stimmt. Von vorhin. So, einmal. Und noch einmal. Schauen, das Gebiet jetzt sicher daneben. Das ist auch verdammt hoch, der. Miststreuer. So, wie viel passt denn da rein? Ich glaube, da passt schon ein bisschen mehr rein, wie auf den kleinen Anhänger. Auf den großen bin ich eigentlich gespannt. Der wird eigentlich gerne mal in Aktion gesehen. So, passt da noch eine Schaufel rein oder was? Das ist doch schon mit Werk. So, noch einmal und dann muss aber voll sein, glaube ich. Ist voll. Uiuiui, ich hab schon ganz schön dreckig unsere Supermaschine hier. Und los geht's. Fahren wir da auch zum Feld nebenan, wo wir schon angefangen haben. Dann können wir noch Mist streuen. Da sollten eigentlich keine Autos kommen. Hier kommen dann wieder welche, aber grad nicht. Super Sache da mit dem Holmer, mit dem Umbau. Wir haben auch schon den IT Runner noch hinten dran gehabt. Man muss dann einfach entweder selber fahren und Mist streuen, damit man je nachdem hier vorne bei den Holmer oder den Anhänger dann startet. Ansonsten, wenn man den Helfer das machen lässt, dann macht er alles auf und dann ist quasi doppelt gestreut. So, und da sind wir viel zu dicht. Das hat eine viel größere Streuweite. Wie wir da sehen, da sind wir viel zu dicht am Rand gefahren. Aber ja, man kann ja nicht alles perfekt machen.
So, was macht der jetzt? Schmeiß an das Ding da. Jawohl. Wir haben noch eine Ladung und dann sind wir eigentlich hier schon fertig. Wir können das natürlich auch so laufen lassen, dann wird das einfach mit Geld abgezogen und dann haut der Helfer das einfach hinten raus, obwohl gar nichts geladen ist. So, dann gehen wir nochmal neu befüllen. Jetzt haben wir den Frontlader gleich stehen lassen, so. Die Schaufel war noch fast voll. Hier haben wir auch nicht alles leer gemacht. Jetzt müssen wir da mitten auf dem Feld wieder anfangen. Muss auch mal anhalten. Oh. Erstmal ins Auto gelaufen. Klatscht der Mist auf den Boden, hey. So, aber irgendwie wird der Misthaufen auch nicht kleiner. Habe ich das Gefühl. Hat schon ein paar Ladungen weggefahren, aber... So schön sachte da reinkippen. Oder habt ihr das Gefühl, damit der da kleiner wird? Ich hab das jedes Mal da eine Schaufel weniger, aber irgendwie bleibt der gleich groß. So, jetzt ist der schon wieder voll. Und der Misthaufen ist noch nicht viel kleiner geworden. So, und beim nächsten Mal sehen wir dann, wie es weitergeht hier mit den Miststreuen, ob der Haufen sich verkleinert oder ob er weiter wächst. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal hier bei MZ80.